Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Outer Worlds. The Outer Worlds, die Außenwelt. Vorteil habe ich nicht ausgewählt. Aha, Vorteil hat man vergessen. Vorteilspunkt für C, 5 Gesundheit. Vorteilspunkt 100% zusätzliche Munitionsvorräte beim Händler. Ja gut, wenn wir schießen, ist das schon mal gar nicht so blöd, ne? Wenn wir uns aufs Ballern. EP von Begleitern erhöhen. 50% mehr Grundleben. Schaden. Bin allein unterwegs, einsamer Wolf. Ne? Wenn wir andere Begleiter haben können, nehmen wir die doch mit. So, einsamer Wolf nehmen wir nicht. So, du kümmerst dich besser um deine Waffen und Rüstung als die meisten Leute. Minus 25% Haltbarkeitsverlust. Ich mache erstmal Munition. Ich weiß nicht, wie viel ich davon kaufen muss. Pass auf, naja, braucht das keine Sau. Charakter, ja, was haben wir denn noch? Vorteile. Habe ich noch ein Punkt? Ja. So, geht doch, Tagebuch. Gut, wir müssen jetzt, was war das, ein Energiekoppler? Also wir müssen auf jeden Fall was finden. So, der nette Lieutenant ist noch da. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Job, gar kein Job. Wirklich? Nachdem ich deinen Kumpel geholfen habe? Oder wir können lügen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiff-Sicherheitsinspektion durch. Ja. Das machen wir auch. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Ja, pass auf dich auf. Da ist er. Ja, ach, der Punkt wird angezeigt. Okay. Aber oh, das sieht schon da so ein bisschen interessant aus. Die Siedlung da. Wie viel Gewicht haben wir? 29 von 80. Das heißt, wir haben noch viel Zeit. Oder viel Platz. Besser gesagt. Aha. Aha. Altes Wrack entdeckt. Da gibt es bestimmt Teile. Hier war mal ein Häuslein. Häuslein, meine ich. Was denn? Das ist irgendwie ein Vieh. Kann's gar nicht erkennen. Wow! Wow, wow! Was ist das denn gerade bitte für eine Scheiße hier?
Der gräbt sich ein. So eine Sau. Okay. Wir müssen weg. Okay, wir brauchen jede Menge Munition. Okay. Da gehen wir doch mal echt später lang, oder? Ah. Ja, weiter. Gut, gut, gut. So, ja, wir sind gerade aus diesem Schiff rausgegangen und wollten da mal lang, genau. Hallo, Plünderer. Ein Speer. Hä? Noch ein Kopf. Der lebt auch noch. Oh, ein Hund! Zurück, Bello! Böser Hund! Dreckiger Hund! Todeshund! Nachladen. Das war ein Headshot eigentlich. Okay. Wir haben es, ein Möter. Ein Möter. Oder ein Köter. Möterköter. Möterköter. Ja, man könnte sich anschleichen, scheiße. Aber wie gesagt, ich kann da von hinten nicht einfach. Oh, dann haben sie. Nee. Das Vieh hat uns gerade gefickt. Die können wir nicht häuten, die kleinen. Schade. Haben die uns was dagelassen? Energiezellen, nimm mal. Wir brauchen irgendwas mit mehr Durchschlagskraft, finde ich. 8 Stunden schlafen? Nein. Aber gut, dass wir schlafen können. Bettruhe entspannt und lässt Zeit vergehen. Auf den Schwierigkeitsalbtraum kann ich es nicht lesen. Sieht denn nicht aus da unten? Auch wieder ein zerstörtes Schiff. Aber von diesen Riesengegnern gar keiner da. Also wir müssen noch irgendwie Fähigkeiten pushen, damit es irgendwie... damit irgendwie wir die Gegner verlangsamen können, weil wir ja nicht Nahkämpfer sind. Ah ja, eine Sache wollte ich schon mal sagen. Ich habe das Video direkt an das erste angeknüpft, also wenn ihr jetzt im ersten Video einen Kommentar hinterlassen habt, quasi zum Entwickle deinen Charakter, doch zum Nahkämpfer Heinrich, oder stecke mehr Fähigkeiten in Ketten oder sonst was, kann auch nicht drauf reagieren, weil wie gesagt, ich fand das Spiel jetzt so interessant, dass ich quasi mir dachte, scheiße, ich muss es weiterspielen. Schaden pro Sekunde, 120, Stufe 5. Ja, da kommen wir bald hin und meine Sachen gehen wirklich kaputt. Achso, wenn dieser Schlüssel so nach und nach kaputt geht, ist die Waffe Müll. Das ist natürlich scheiße.
Ja, also wie gesagt, aber nach dieser Folge mache ich Schluss quasi, um euch die Gelegenheit zu geben, auf die anderen Sachen zu kommentieren, Ratschläge oder vielleicht wollen wir doch vielleicht einen anderen Charakter spielen. Quasi kein Schmuggler oder so, kein charismatischen Typ, sondern eher ein Arnold Schwarzenegger. Landeplatz erreicht. Achso, hier ist ein Landeplatz. Wahrscheinlich ist er dann Platz über mir. Es wäre jetzt so eine Stelle gewesen in so einem Rollenspiel, da hätte ich eine Truhe versteckt. Quasi hier so. Irgendwo. Aber hier ist nichts mit Truhe. Hier ist auch ein Bäumchen. Nett. Auch hier hätte man vielleicht eine Truhe verstecken können. Also manchmal habe ich dann Talent für in Games. Dann gehe ich einfach mal den Weg lang und schwuppdiwupp ist da eine Truhe. Aber der Baum sieht auch schön aus. Hier ist das wohl nicht der Fall. Was mir jetzt erst gerade auffällt, ich kann die ganze Zeit laufen, ey. Wir haben keinen Ausdauerbalken, der irgendwie runtergeht. Alles gut. Ah, die coolen Pflanzen wieder. Können wir mit dem Kran spielen? Oh, ein bisschen Lava gibt es auch. Ah. Da fehlt uns was. Gut, gehen wir mal rein. Können wir denn benutzen? Sind das hier für Automaten? Verkaufsautomaten? Ach, wie bei Fallout Las Vegas. Ab einer Hackenfähigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei der passenden Fraktion verfügst oder eine Hackenfähigkeit von 40 oder mehr hast. Tudum, tudum. Wir wollen aber erst verkaufen. Was ist das denn hier? Holzhammer hier? Einschlaghammer. Sieht der Scheiß aus. So, dann verkaufen wir unseren Teleskopstab. Den will ich nicht haben. Der ist doof. So, dann können wir mal so ein, zwei Messerchen. Die Axt war ja nicht so gut im Nahkampf. Was ist mit der Pistole? Da ist irgend so ein Symbol dran. So. Das kann weg. So, bei dem Kram bin ich mir nicht sicher, wie das ist, wie wir das benutzen. Na gut, das ist ja zum Heilen, aber ob wir das essen oder so, keine Ahnung. Rüstung, können wir das weghauen? Ich hätte gerne, ja, Tarnung, komm mal. Hau mal weg. Noch ein Händler. TNL, das waren Waffen, oder? Oh. 600 irgendwas, Credits, Sturmgewehr oder auch so ein Jagdgewehr. Das ist genau das, was wir für diese großen Viecher brauchen. Ja, gehen wir mal zum Anführer der Siedlung. Oh, das. Aber
War doch häufiger, als ich dachte. Machen wir einfach diesen Einbruch, oder was? Gehört ja niemanden, braucht niemand. Nee, ich leg mich hier nicht schlafen. Daher kommt die Person rein, der es gehört. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was ich da genommen habe. Ja, schließen. Die Tür ist aber zu. Ja, das kommt davon, wenn man nicht abschließt, ne? Dann kommt da so ein Heinrich vorbei und räumt euch die Bude leer. So, Sesam, öffne dich. Wenn deine Holo-Mantelverkleidung zusammenbricht, werden Gegner auf dich zukommen und dich befragen. Nett. Sieht ja schon mal sehr einladend aus. So Müll in der Ecke. Schön. Ist das Moos? Da ist doch was. Sehe ich da jetzt schon. Hier ist auch was. Ah! Ich finde überall diese Scheißteile. Wieso komme ich da nicht hin? Ich kann auch nicht hüpfen, oder was? Nee, auch durchkriechen wird nichts. Verdammt. Merken, vielleicht komme ich da mit einem Begleiter lang, oder? Einfach... Was bist du denn? Konzernwache. Nimm die Reh ich nicht. Ah, hier. Wurfballschläger. Oh, nimm mal. Scheiße. Ah, ich weiß nicht, welchem Spiel ich mit F alles einsammle, aber genau das ging nämlich gerade durch den Kopf. Und man sollte zu einer Aufnahme keine Cola trinken. Aber die Fritz ist so lecker. Ja, gut, dass die Leute hier immer ihre Truhen irgendwie draußen lassen. Sind das fliegende Gabelstapler oder? Zaltuna. Was ist das hier? Niemand das stört, dass ich da mit der Waffe auf jemanden zeige. Hey du! Du hast eine Scheißbrille. Die wirkt so halbiert. Hat es nicht für eine ganze gereicht? Vicamax. Ja, nee, mit denen rede ich jetzt aber nicht. Wollen wir mal so ein bisschen gucken und gehen mal wieder raus. Boah, ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Terminal benutzen. Spacer's Choice. Wenn ein das Leben in der Suppe spuckt, dann betrachte es als kostenlose Kostprobe von Spencer's Choice. Edgewater Saltuna Konzernfabrik. Eine Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Protokolle. Was haben wir da? Hinweis. Bla bla bla, Hinweis. Plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spencer Choice Vorarbeiter und oder Vorgesetzten. Nimm
Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spatial Choice Family. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage errechnen. What? Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Sicher. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Oh, das ist ja richtig nett von denen. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit im Geist. Verstand, Charakter wieder, und Charakter wieder. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unseren ansässigen Wicker zu arrangieren. Jawollo! Zurück zum Stammverzeichnis. Ja, nee. Krank ist krank. So. Man könnte in den Fahrstuhl gehen, aber man kann ja erstmal rumgucken. Von wegen, hier wird ja gar nicht gearbeitet. Wachmann haben wir hier. Ein Konzern-Hugo. Granatwerfer. Ob es hier eine Kamera gibt? Konzerndienst. Auszeichnung. Eine mittelgroße Auszeichnung, wie sie in der ganzen Galaxie auf jährlichen Konzernveranstaltungen ausgeteilt wird. Was passiert? Kick me. Ja, das machen wir auch gleich, wenn ich es kann. Ist das im Inventar auch als gestohlen markiert? Nö, einfach unter Schrott. Hm. Ich mach doch nichts. Ein kleiner Prozentsatz an gefundenen Waffen und Ausrüstung verdient das Prädikat Text nicht gelesen. Warte mal, du hast eine Waffenmodifikation und du kannst damit irgendwas an der Werkbank machen. Verdammt, so schnell bin ich doch auch nicht, Jungs. Der Granatwerfer ist auch nicht markiert. Du kommst erstmal auf die 4, mein Süßer. Ein kleiner, süßer Granatwerfer. Was soll da passieren? Oh, da sind wir auch mal im Kreis gegangen. Ja. Jetzt sind hier Mitarbeiter. Habe ich die übersehen? Boah! Da ist auch einer. Wo kommen die auf einmal her? Hat jetzt die Schicht angefangen? Scheiße. Da greifen wir jetzt mal nicht zu. Ich arbeite hier. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Oh, da gibt's auch was. Ah, scheiße, ich denk da nicht dran. Und ich muss besser hüpfen lernen oder sowas. Ach, verdammte Axt. Ah! Guckt jemand? Nö, ne?
Ja, war ein schöner Ausflug. The grease monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... Hallo, ich bin auch da. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Yeah. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Tja. Ja, wir können uns ja erstmal vorstellen. Ich bin Heinrich. Henry Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Gute Frage. Wollen wir versuchen, dass wir dazugehören oder? Nee, komm, ich glaube, er bringt das durcheinander. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ja. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Ja, send it. Kommen da jetzt die Plünderer? Draufgehend? Fragezeichen? Ja, lass mich raten. Ich soll irgendwas für dich erledigen, bevor du mir hilfst. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Mhm. Ja, was genau meinst du mit größtenteils verlassen? Sag mir mehr über den Geotherm. Ach, das braucht wahrscheinlich keiner. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Illegal? Illegale sind bestimmt ganz nette Leute, passt auf. Was für eine Überraschung, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass die sonderlich erfreut werden, wenn ich den Strom abstelle. Meinst du Plünderer? Plünderer sind keine Menschen. Was nehmen wir? Ah, ich hätte jetzt das genommen, aber... No, I do not imagine they will be pleased.
But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Mhm. Das heißt, ich darf die nicht töten, oder was? Wieso? Wenn dein kleines Problem mit den Deserteuren lösen soll, dann musst du pro Kopf zahlen. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Yeah. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Okay, klingt ja eigentlich nach einem einfachen Auftrag. Ja, die Arbeiter haben wahrscheinlich, ja, nicht grundlos die Stadt verlassen. Ja, er will sich einen Strom für die ganze Gemeinde abschalten. I am asking you to help us survive. Edgewater needs more workers or we will collapse. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Tja. Ja, ist ja beides keine feste Zusage, ne? Ich kann nichts versprechen. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Na doch, nehmen wir sie schon mal mit, ne? Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Die erinnert mich hier an die Mechanikerin von Firefly. Ach, ich komme nicht mehr auf den Namen. Das war auch so eine kleine Süße. Na gut, lass uns losmachen. Oder einfach anfangen. So, ey! CMP, Junior Manager Seminar. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Plus, Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Plus, ihre Fähigkeiten verbessern deine Fähigkeiten. Plus, sie erhöhen deine Tragekapazität. Plus, mit der Fähigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter-Kampffähigkeiten freischalten. Okay. Erfahre mehr über deine Begleiter im Register Begleiter. Gut. So, wie hieß die? Parvati? Parvati! Ja, kommst du mit? Parvati! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Machst du? Hey, du hast gescheatet! Bist du gerade reingesprungen, als ich mich umgedreht habe, oder was? Parvati! So, was können wir jetzt machen? Halten, was ist das alles für Symbole? Hey, Mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Manchmal haben, was? Manchmal haben Begleiter etwas auf den Herzen. Oh. Was hast du denn auf dem Herzen? Die ist aber, glaube ich, größer als ich, oder? Not a peep for me. Achso, die Be
Reden wir mal. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. On account of it's his job and what all, but... That's not the only side of the tale. Tja, das war mir schon klar, dass es auch eine andere Seite der Geschichte gibt. Geht es etwa um die Deserteure? Wahrscheinlich. Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Seine Sicht der Dinge wirkt erleuchtend. Und da würden wir das Gespräch verlassen. Ich nehme das. Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Sind wir ja auch nicht. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. Okay. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Das habe ich mir gedacht, dass du schon einige von denen kennst. Ich kann es niemandem verübeln, von hier weg zu wollen. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, die nehme ich auch. Wie gut hast du die Deserteure gekannt? Hast du mit ihnen zusammengearbeitet? Warst du mit ihnen befreundet? I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas, who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is, she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Ja, lass mich nicht hängen. Worüber haben Reed und Adelaide gestritten? Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if he can get out to her. Tja, ich kann niemanden verübeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Oh nö. Mit dem will ich aber nicht reden. Ja, du solltest wohl ja mit Vicar, heißt Max. Könnte wohl nicht schaden, da mal vorbeizuschauen. Worüber willst du mit dem Vicar reden? Darüber, den Stromschalter am Generator umzulegen? About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Gut. Dann müssen wir doch mal mit den Typen reden. Ja, genau, da vorne war er. War er wirklich da? Nee. Wir sind doch hier reingekommen, so. War doch gleich irgendwas offen. Oh, eine Flasche. Verdammt, ich hätte schwören können, wir waren doch... Ja gut, Constable wird's nicht sein.
Nee, das war ja da, sind wir gerade rausgegangen, ne? Ja, sorry. Keine Zeit. Hier ist doch die Kapelle. I've always felt weird in here. So. Clean. Hallo, Max. Von welcher Seite möchtest du eine Kugel in den Kopf? Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Nichts von all dem. Tja, was er für spielt mich eigentlich gar nicht. Ja, das ist eigentlich eher das, was ich wählen würde. Mir ist gerade noch etwas anderes eingefallen, das ich erledigen muss. Ja, dass ich ja Fremder bin, der kennt wahrscheinlich seine Gemeinde. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Ah. Er hat auf jeden Fall, naja, gemerkt, dass es um was anderes geht. Wir sollen der Sorteur an den Strom abschneiden. Hast du vielleicht eine schnelle Antwort parat? Wir sind ein wenig in Eile. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Tja. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier irgendwie auf nichts rausläuft hier. Ja, also, was rätst du mir? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Mhm. Okay, dann überzeugen wir also alle, aufeinander zu gehen. Ja, aufeinander zuzugehen. Ich behalte es mir im Hinterkopf. Was für eine Zeitverschwendung. Danke. I apologize if my advice was wanting. I find many people can find their path when presented with the right questions. To divine a true path out of the aether takes time. There are calculations to be done, variables to consider. But there is something I'd like to ask if you're venturing outside. Warte mal, jetzt habe ich ihn gerade nicht gefolgt. Warte mal, ein Warenpfad aus dem Äther zu deuten. Erfordert Zeit. Berechnungen müssen getroffen werden. Variablen in Betracht gezogen. Aber es gibt etwas, warum ich dich gerne bitten würde. Falls dich dein Weg in die Außenwelt führt. Am liebsten würde ich sagen, ja genau, tut mir leid, aber es sind zu viele Variablen im Spiel, um den rechten Pfad zu wählen. Na komm, wir können ihn hier mal anhören. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls.
My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Ein Buch holen und Geld kriegen? Machen wir doch. Oh, das ist auch eine interessante Frage. Wieso ist ein Vicar hinter einem verbotenen Ketzerbuch? Ja. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Ein überzeugendes Argument, ja. Mir scheint es eher, dass es von Interesse die Obrigkeiten wäre, dass du hinter dem verborgenen Text hier bist. Naja, ich muss erstmal... Ja, erzähl mir mal was über das Buch, bevor ich mich da reite. Ach ja, ein Buch ist mir... Komm, mach. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Na komm, wir werden das Buch suchen. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ja. Ich werde das Buch suchen, ich werde es dir geben, du wirst mich bezahlen, dann gebe ich dir einen Kopfschuss. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ja, testen wir mal, wenn ich ihm das Buch abgegeben habe und er bezahlt hat. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Die Zeit rennt. Es ist unglaublich. Ich will jetzt rumballern und Sachen machen, aber es ist Zeit für einen Break. Es tut mir leid. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Parvati. Willst du Tschüss sagen? Ihr seid ihr gleichgültig. Das ist eine dumme Kuh. Haut rein. Ciao.